Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force Dragon. Und ja, wir sind nun endlich mal in der Schule. Nach so langer Zeit. Wird auch mal wieder Zeit, dahin zu gehen. Aber eigentlich sind wir nicht hier wegen dem Unterricht. Da haben wir natürlich immer noch keinen Bock drauf. Aber wir wurden für ein Theaterstück ausgewählt, das einem ziemlich bisher bekannten Szenario ähnelt. Aber jetzt wurden wir hier ja fast umgebracht von einem weiteren Jammer und den wollen wir nun aufhalten. Dabei können wir uns jetzt nochmal perfekt die ganzen Wellenstraßen hier angucken. Denn auch hier gibt es wieder neue und scheinbar auch neue Gegner bestimmt. Ah! Da ist er. Die sind absolut geisteskrank. Will der Kleine etwa kämpfen? Das kann er gerne haben. Wahrscheinlich ist er auf dem Weg zum vorderen Foyer. Ja. Aber was er wohl vorhat? Ja, das frage ich mich auch. Boah, was ist das denn hier für ein großer Raum? Wow. Oh, hier ist ja was Schönes. Hier haben wir Gravi-Stufe. Mal gucken, was das ist. Oder hat das was... Oh, was haben wir denn hier? Okay, dreimal... Ja, Gegner... Bewegungsunfähig. Ah, okay. Aber ich halte persönlich nicht viel von diesen Feldern. Wir werden später auf Bosse treffen. Dort müssen wir wirklich... komplett und... Oh, wir haben jetzt einen Shiny-Geist und einen Oktopus. Ja, Shiny-Gegner kommen jetzt auch gerne mal vor. Ich nenne die gerne Shinies, weil eben andere Farbe und so. Und die sind halt ein bisschen stärker als die normalen. Aber haben dafür auch epischere Karten. Und danke, dass du mir ausgewichen bist. Das finde ich sehr nett von dir. Ich wollte gerade sagen, aber wir werden auf jeden Fall noch oft Sets wirklich auf einen bestimmten Typ auslegen müssen, weil nämlich Bosskämpfe noch kommen werden, wo wir das nämlich brauchen. Wo wir wirklich dann mehr Strategie einbringen müssen und sowas liebe ich, ja. Ich sag mal zum Beispiel, wo dann kommt mal ein sehr starker Wassergegner und dann müssen wir uns mal ein starkes Elektrodeck mal zusammenbauen. Oder ich pflanze oder was. Ach ne, ich glaube hier ist Wasser schwach gegen Elektro. Und schade, jetzt leider nichts bekommen, aber hier ist noch was. Nämlich 1360 Zennies. Sehr schön. Ist ja nicht irgendwie wenig. Nochmal 590 Zennies. Und was hat der Schaufake hier noch zu sagen? Oh toll, bitte sehen Sie doch hier rüber. Ah, er hat mich angelächelt. Bitte steh mir nicht im Weg, okay? Ich feuere Mr. Delivery an. Ach so, den Transportwagen, dass der so schnell fahren soll, oder was? Nochmal Gravi-Stufe. Okay. Obwohl, da geht's weiter. Aber ich wollte mal oben entlang. Ich dachte, da wäre nämlich der richtige Weg. Und schon wieder neuer Gegner. Ach, und jetzt kommt noch was Interessantes. Weil, ja, jetzt kriegen wir sie noch als Karte dazu, weil wir haben ja einen Bruderbund ja mit Sonja, das wird jetzt, glaube ich, nicht so genau erklärt. Aber auf jeden Fall, wenn wir einen Bruderbund haben, können wir noch mal random ihn, den Bruder selbst, als Karte bekommen und einer seiner Favoritenkarten bekommen. Dafür sind eigentlich die Favoriten gut. Und die hat eigentlich was ziemlich Episches drauf. Denn die, genau, die macht nämlich das. Und das zieht doch mal eben 100 ab und paralysiert noch, wenn das mal nicht nice ist. Und, oh, wir haben auch noch grüne Tinte bekommen. Das rüsten wir auch direkt mal aus. Haben jetzt auch mal... Ach, hier ist eine neutrale Attacke. Bei Treffer auf Gegner werden... Was? Achso, werden Felder zu Gras. Okay, das können wir gut mit Feuer kombinieren. Ich nehme mal den Jet-Angriff weg, weil ich komme mit dem einfach nicht so gut klar. Weil der trifft ja nie so oft, wie der, also so wie der soll. Warte mal, ich wollte hier doch gar nicht entlang. Ich wollte noch oben entlang. Ja. An dem Mr. Delivery muss ich einmal vorbei. Ach so, obwohl bekomme ich jetzt daraus eigentlich? Ah, was haben wir denn hier? Irgendwas Nützliches? Bühnen, Scheinwerfer, sie leuchten die Bühne aus. Die Atomuhr geht niemals falsch. Okay, aber nettes Detail, dass man hier noch nach oben entlang kann. Vielleicht ist das auch mal wichtig irgendwann, weil es gibt ja auch noch Quests und so ein Zeug. Aber jetzt scheinbar nicht von Belang. Und nochmal schön hier Sandys abstauben. Oh, eine Radarrakete 2 lieber. Episch. Ja, was und. Was ist da?
Raketenangriff auf Gegner mit was? Mit 10er GP? Ach, mit weniger als 10 GP oder wie? Ich check nicht, was da steht. Ich lasse einmal reinnehmen und gucken, was das kann. Dann nehme ich aber eine normale Radarrakete raus. Aber warum können die sich nicht so viele Zeichen leisten? Jetzt mal ehrlich. Kann man da nicht irgendwie einfach so einen Button klicken, irgendwie so, was sie so Text erweitern und dass das dann ausführlich steht? Warum hat es das nicht hinbekommen? Okay, jetzt kennen wir auch hier scheinbar die ganzen Gegner. Und ich glaube, das sind alles neutrale Gegner, oder? Wäre nämlich schön. Was? Doch nicht? Oh. Naja, einmal heilen. Und. Ach so, der kann ja alles zu Gras machen, jetzt verstehe ich. Das könnte echt nicht schlecht sein, eigentlich. Aber ich werde erstmal. Ja, wohl Cancer Bubble nicht. Doch, ich werde erstmal das hier. Ich mache das und dann Cancer Bubble sweep ich dann. Weil dann werden ja die beiden hinteren ja getroffen. Und so, jetzt. Nice. Was? Ach so, der ist geschützt, wenn er in der Wolke drin ist. Schön. Und der ist absolut geisteskrank. Absolut. Aber egal, kann ich mal diese Attacke hier ausprobieren. Wenn der da mal weg ist. Ach so, und das macht er so einmal drumrum. Ja, schön. Die Attacke ist auch ganz gut eigentlich. Die behalte ich. Und was geht jetzt ab? Hä? Was sind das denn für Felder? Wo ist der? Hier! Hä? Oh! Hey, Typ! Du hast ja Nerven, gegen uns zu kämpfen. Du bist Mega Man, oder? Da sind wir wohl plötzlich berühmt geworden. Hehe! Das ist nicht lustig. Du bist doch schlechter dran, als ich dachte, du sporst und musst einen billigen Körper hausen. Was? Los, zeig mir deine Kraft, mit der du all die anderen FMianer besiegt hast. Was? What the? Hä? Okay, jetzt ist er nicht mehr so ein Vollspaß wie am Anfang, der einfach nur völlig gestört ist. Was ist los? Als ob er sich plötzlich in jemand anderen verwandelt hätte. Ja. Da kommt er. Wow, scheiße. Oh, oh. Aber so wirkt er noch ziemlich normal, aber... Ach ne, ich sehe schon, der ist viel größer als damals und hat auch viel mehr KP. Ach, ich mach mal so. Weil das ja ein bisschen verwirrt. Und so. Hä, warum wird er nicht getroffen? Was zum... Ja, der wird von nichts getroffen, ne? Also... Ups, und jetzt werde ich getroffen. Ihr seht ja, ich greife ihn ja gerade an, aber nicht zieht ihm was ab. Ist das ein geskripteter Tod oder was? Ich selbst habe ja kaum noch Erinnerungen an das Spiel, leider. Und, ach du Scheiße, rast mal hier nicht aus. Das hat mir gerade echt 40 Schaden gemacht. Kannst du mir helfen? Wow. Ey, das ist ein Spoiler. Das ist ein Spoiler, was für Gegner wir noch treffen. Gemein. Boah, hier, nimm das und das und das. Ey, der ist doch gestört. Ich kann ihm keinen Schaden machen. Oh, und ja, Zwischensequenz. Ich treffe den Typen nicht. Er ist wirklich sehr stark. Was sollen wir machen? Mehr hast du nicht drauf, du Lappen. Der ist wirklich stark. Und jetzt nimm eine Kostprobe meiner Kraft. Hab ich doch schon. Oh, der kommt immer näher. Nimm das. Ah. Zu stark. Kann ich standhalten. Jetzt gibt es noch was. Jetzt will er es beenden. Na! Hm? Was? Was passiert jetzt gerade in diesem Widescreen? Hey, Gio. Hä? Oh, wir sind wieder in der Schule. Reiß dich zusammen. Au. Es geht mir noch gut. Du hast in letzter Sekunde die Wellenform verlassen. Das war ganz schön knapp. Warte mal. Was ist mit den anderen? Dem super großen Typen. Der ist weg. Der ist weg.
Ja, sag ich doch. Was war er? Hörte sich so an, als wüsste er, wer wir sind. Oder bilde ich mir das nur ein? Hey! Ja? Wer ist das denn? Ich weiß leider nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich hab's nie gewusst, leider. Sie sieht aus wie ein Mädchen, aber ich glaube sogar, es ist ein Junge. Ich spreche ihn einfach mal möglichst neutral. Heute ist echt schönes Wetter, oder? Da geht einem richtig das Herz auf. Warum kann ich jeder Tag so sein? Was meinst du? Tja. Du bist Gio, oder? Du kennst mich? Ja klar. Ich bin in deiner Klasse. Ich habe dein Bild im Jahrbuch gesehen. Ich wusste sofort, wer du bist. Wie geht's dir? Ich heiße Patrick Springs. Okay, es ist ein Junge. Hey, Patrick? Nenn mich einfach Pat. Aber ist das nicht unhöflich? Wie man jemanden nennt, ist sehr wichtig. Daran erkennt man, wie gut die Freundschaft wirklich ist. Also, Pat. Soll ich dir was verraten? Wenn morgens die Anwesenheit festgestellt wird, ruft Mr. Shaper immer deinen Namen, obwohl er weiß, dass du nicht da bist. Aber er kriegt natürlich keine Antwort. Und dann frage ich mich, wie ist dieser Gio wohl drauf? Ich bin froh, dass du nicht blöd bist. Nicht blöd? Das sehe ich aber anders. Bescheiden bist du auch noch. Die Eigenschaft finde ich auch ganz gut. Hört, Pat. Ich habe da so eine Ahnung, dass die Schule viel interessanter wäre, wenn du auch hingehen würdest. Wir wären sicher gute Freunde. Freunde, was? Ups, ist das schon spät. Ich muss los. Tja, bis dann. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Ja, der hat ja einen netten Eindruck gemacht. Warum die ganze Schule hier macht eigentlich einen guten Eindruck? Der Lehrer ist nett, der Pet ist nett, die anderen Mitschüler, die sind jetzt auch langsam wieder sozialer, wo wir jetzt hier sind. Dieser Pet war aber wirklich nett. Und dieser Lehrer auch, ja sag ich doch. Ach, die Schule. Ah. Ich muss mir ja noch die Theaterbühne ansehen. Die anderen fragen sich bestimmt schon, wo ich stecke. Guck mal, ob hier sonst noch was ist. Ich will mir ja trotzdem noch mal die Straße hier angucken. Ich hoffe jetzt, wo der Wahnsinnige weg ist, kann ich jetzt mich hier weiter umsehen. Wäre zumindest schön. Vor allem, was ist das hier für merkwürdige Gimmicks? Hier sind diese Plattformen da. Eine Zeitbombe, okay. Haben wir noch mal eine. Ich denke, ich werde auch noch mal einkaufen gehen. Aber das mache ich vielleicht offscreen wieder. Oder ich mache es Anfang des nächsten Parts. Ach, das ist so ein kleines Labyrinth, oder? Schön. Passt ja noch hier rein. Und wir bekommen 1200 Cennies. Episch. Ach ne, okay, der Spoiler ist nun vorüber. Wow, Heilung 120. Die hat ja echt mich. Die hat ja echt epische Karten. Wow, nice, Double Kill. Ne, doch nicht. Ey, warum? Ach, weil der gerade seinen Panzer drin war, ne? Mit seinem Panzer! So, tschüss. Ah, da ist auch noch was. Boah, ist ja noch richtig groß hier. Echt cool. Und hier kriegen wir unsichtbar. Doch, das mache ich mal rein. Das ist episch. Das ist verdammt episch. Genau, das macht uns da so für eine kurze Zeit unverwundbar. Und das kann manchmal richtig praktisch sein. Ich mache dafür noch die Plasma-Gun weg, weil die ist jetzt langsam echt zu schwach jetzt verglichen mit den ganzen anderen Karten. Da kommen auch schon die nächsten Gegner. Ach, perfekt, das haben wir auch dann hier direkt dann die Unsichtbarkeit. So.
Wäre es episch, wenn sie sich jetzt beide in eine Reihe aufstellen würden, oder ich muss einfach so. Weil das macht nämlich auch immer schön 100 Schaden. Och, nice. Nein! Bin ich des Wahnsinns? Ich habe halt wohl vergessen, dass das nur auf 3 Felder Entfernung trifft. Was habe ich mit dir? Ich habe dich gar nicht geredet. Ich bin das Sicherheitsnavi der Echo-Grundschule und wurde nach dem Vandalismus-Vorfall hier installiert. Wenn du Verdächtige siehst, sag mir bitte Bescheid. Warum Bescheid sagen? Das heißt nicht allgemein dann seinen Job, die direkt an festzunehmen und so. Naja. Hier ist nichts. Oh, und hier komme ich nur wieder zurück. Aber ich will mich noch ein bisschen weiter umsehen. Weil links da hinten noch ein bisschen weiter, ne? Oh, nice. Das wird ein Triple Kill. Was? Ach, nee. Ach, das ist ja die zweite Variante. Ach, Mann. Ich habe jetzt voll vergessen. Ach, und das ist ihr Effekt. Genau, und das ist das, was ich eigentlich einsetzen wollte. So, jetzt aber Double Kill, wenn der jetzt sich nicht geschützt hätte. Das ist also die Fähigkeit von der verbesserten Version, dass sie sich schützen können. Von den Shiny-Bodenbällen. Wenn ich da auch welche bekomme, dann werde ich auch die normalen Bodenbällen auch aussortieren. Weil die ja nochmal um einige stärker sind, natürlich. Und hier geht es gar nicht weiter. Dann nach links nochmal. Und ich bin ja hier noch gar nicht entlang gegangen. Und hier finden wir B-Auge. Ich glaube sogar, das ist ein ganz normales Item. Nee, Suchauge ist höchstens ein Item. Dann B-Auge. Nee. Was ist das dann? Ist das hier irgendwie so ein wichtiges Item? Ach, hier. Blendet Gegnerenergie. Was? What the fuck? Ich kann das nicht lesen. Da fällt mir gerade mal ein, warum setze ich das da nicht mal ein? Kann ich das überhaupt irgendwie einsetzen? Oder ist das automatisch schon? Mal Zähne für Megas Panzer. Ja, kann ich nicht irgendwie einsetzen oder so? Das ging doch, oder? Das kann man auch machen, oder? Ach, natürlich, stimmt, das habe ich gar nicht gemacht. Stimmt, wir können uns noch hier die Waffen noch auswählen. Und B-Auge scheint das stärkste zu sein, weil es noch mehr Angriff hat. Das würde unseren Buster das so stark machen, dass es dann 3 abzieht. Stimmt, das habe ich nie gemacht. Aber dafür ist er halt langsamer und muss ein bisschen länger laden. Aber ist dafür im Laden schneller? Machen wir mal. Stimmt, das habe ich voll vergessen, dass es das ja auch noch gibt. Ich glaube, das liegt nur daran, weil ich glaube, das gibt es im zweiten Teil nicht. Und deswegen habe ich das wohl vergessen. Ja, kein Grund, da jetzt hochzugehen. Doch, es gibt mir halt genug Gründe. Aber ich will das dann auch mal direkt mal zeigen. Ja, wir machen jetzt zum Beispiel jetzt 3 Schaden. Greifen zwar ein bisschen langsamer an, aber machen dafür insgesamt mehr Schaden. Tschüss. Oh ja, schön. Bootwelle 2. Direkt ausrüsten. Und machen wir dafür die normale Bodenwelle weg. Denn die macht schließlich ja 100 Schaden. Und das ist ja was. Dann pulsen wir jetzt aus. Und ich würde sagen, zum Abschluss würde ich noch einmal kurz zur großen Welle gehen, gucken, was wir uns noch so kaufen und noch ein paar Karten einlösen, weil jetzt haben wir wieder viele bekommen, weil wir jetzt auch in diesem Part auch wieder viel gekämpft haben und haben ja wieder viel Unnützes. Wir haben jetzt zum Beispiel... Ah ne, wir können uns das immer noch nicht leisten. Also da möchte ich mir noch nichts kaufen. Ich spare noch für das HP-Upgrade. Und hier können wir quasi die Bodenwellen, die brauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Die können wir jetzt alle wegmachen. Und kriegt doch für eine Breitenwelle 2. Nice. Powerbombe mache ich auch mal eine weg. So. Powerbombe 2, wie episch. Kanone. Plasma Gun mache ich auch mal die beiden weg. Die werden wir eh nicht mehr einsetzen. Okay, das ist jetzt nicht das Geilste. Aber egal, kann ich jetzt auch wieder verwenden. Und krieg ein Schwert. Das brauche ich doch nicht. Luftstreu 3 werde ich auch nie wieder einsetzen. Eine Zeitbombe ist auch noch okay. Hitzeball fand ich nie so geil.
kriegt er für eine Breitenwelle 1. Was macht so süchtig? Auch kriege ich nochmal unsichtbar. Jetangriff. Ja, komm. Falls hast du auch nochmal benutzt. Ja, davon jeden 1 so. Und kriege nochmal einen, ja, nochmal einen Tailburner. Komm, die brauche ich nicht mehr. Ja, okay, das reicht dann erstmal wieder. Na gut, im nächsten Part werden wir dann mit den anderen reden und ja, vielleicht erfahren wir dann mehr über diesen Wahnsinnigen und wie wir ihn aufhalten können. Naja, ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei und dann sage ich mal, bis dann!